Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Panzerguide. Heute ist der T-34-57 dran. Ja, der Panzer wurde nicht wirklich in Serie gefertigt. Ich glaube, der wurde auch gar nicht in Serie gefertigt. Es wurden immer die T-34-76 einfach genommen und der Turm durch die Kanone, besser gesagt, meine ich, durch die 57mm CIS-4 ersetzt. Ja, deswegen gab es auch nur ganz geringe Stückzahl von diesem Panzer. Der wurde auch sehr schnell dann veraltet, sozusagen, weil der T-34-85 rauskam. Ja, was kann man zu dem Panzer sagen? Kommen wir erstmal zu den technischen Daten. Ja, die Masse des Panzers beträgt 26,5 Tonnen. Leistung 450 PS, was ordentlich ist für dieses Gewicht. Geschwindigkeit 60 km/h, der ist relativ sehr schnell. Wanne, wie typisch das T-34-Chassis ist 45-45-40. Der Turm hat eine Panzerung von 45-45-45 mm. Richtfeld, typisch russisch, wie ich schon erwähne, minus 5, 28 Grad, ist sehr relativ schlecht nach unten. Und die Kanone 5,7 cm CIS-4, die sehr stark ist. Vorteile des Panzers sind, er ist sehr schnell und wendig. Also ja, wie eigentlich jeder T-34, man kann immer wieder selber sagen, die sind sehr schnell und wendig. Man kann damit gute Flankenangriffe fahren. Gut, die Maps lassen es nicht wirklich zu momentan, aber sobald große Maps rauskommen, wo man wirklich vom Flanken kommen kann, weil die Maps jetzt sind, ja, kann man nicht sagen, dass man irgendwo umfahren kann. Es gibt höchstens zwei Wege oder so oder drei und da ist nicht viel mit umfahren. Ja, der zweite Vorteil ist die schnell schießende Kanone. Ich glaube, das sind 6 Sekunden Nachladezeit. Das ist extrem, extrem schnell. Damit kann man saugeil die Gegner raushauen und die schaffen sich nicht mal umzudrehen, wenn du von der Seite kommst. Dritter Vorteil ist gute ballistisch eingeschaffte Munition. Ja, die Muni, die fliegt, da muss man kaum nachziehen, also die fliegt genau geradeaus, also natürlich auf 2000, 3000 Meter fällt sie ja irgendwie ab, aber im Vergleich zu anderen Munitionsarten, von den anderen T-34 zum Beispiel, die fliegt schnurstracks geradeaus und senkt sich nicht so schnell. Deswegen ist das Schießen auf weite Entfernungen oder generell irgendwie auf mittlere Distanz mit den T-34-57 angenehm. Ja, der nächste Vorteil ist die niedrige Silhouette. Der Turm sehr flach ist und der Turm, der ist sehr flach und liegt genau an der Wanne an. Da ist nicht viel Platz nach oben, also man kann sich auch gut verstecken. Und nächster Vorteil ist ein für diese Stufe sehr guter Durchschlag der Munition. Also nicht der Schaden der Munition, sondern der Durchschlag. Damit kann man sogar Tiger knacken. Also mit dem Ding kann man auch gegen Tiger antreten und das ist kein Problem. Die Nachteile des Panzers sind seine durchschnittliche Panzerung. Bei T-34 bleibt es ja immer gleich 45, 45, 40. Das ist nicht wirklich viel. Die ist zwar geneigt, aber je höher man kommt, desto schlimmer wird es. Die Panzerung nimmt ja nicht zu bei denen. Dann der geringe Schaden der Munition. Weil das Gewicht ist ja kleiner und das Kaliber ist natürlich kleiner und dementsprechend ist das Gewicht kleiner und man macht auch wenig Schaden beim Panzern. Aber das fällt nicht so sehr ins Gewicht. Ein dritter Nachteil ist ein kleines vertikales Richtfeld nach unten, was ja typisch bei den Russen ist und ja, kann man sagen Standard. Vierter Nachteil ist sehr große Brand- und Explosionsgefahr. Ja, T-34 sind dafür sehr bekannt, sag ich mal, dass sie mit Einschuss platzen. Also zumindest habe ich das immer so erlebt, wenn man T-34 trifft, im Turm vor allem, ist ja auch die Muni gelagert, klar, aber da ist der Panzer sofort weg. Und die brennen auch ganz gerne, wenn man hinten trifft, ist ja alles klar, aber es fällt bei T-34 schon irgendwie mehr auf, finde ich. Ja, die Schwachstellen des Panzers habe ich jetzt nicht markieren lassen, weil ihr könnt den T-34-85 Guide von mir angucken. Die Schwachstellen und die Besatzungsmitglieder bleiben die gleichen, also die Positionen der Besatzungsmitglieder bleiben dieselben. Bis auf, dass der Richtschütze wegfällt in diesem Panzer, den gab es ja nicht zu dieser Zeit. Dieser Job wurde von der Kommandanten erledigt. Damit war der Kommandant ja ziemlich überfordert im Gefecht, da er zwei Positionen gleichzeitig bedienen musste. Aber naja, das fällt ja uns ja nicht auf im Spiel. Deswegen, ja, wenn ihr die Schwachstellen sehen wollt, guckt euch das Video von T-34-85 an. Wir kommen jetzt zu der Taktik. Ja, der T-34-57 ist dank seiner hohen Geschwindigkeit ideal als Flankierpanzer einzusetzen. Flankierpanzer einzusetzen, aber auch als eine Unterstützungspanzer für die schweren Verbündeten, zum Beispiel KV und IS-Panzer, die das Feuer auf sich lenken und somit den feindlichen Feuer von sich aus weglenken.
Da, wie ich schon erwähnt habe, der T-34 zu Explosion oder Brand neigt, sollte man es unbedingt vermeiden, getroffen zu werden, da man sofort eigentlich weg ist, wenn man da getroffen wird. Was kann man noch sagen? Da die Kanone genau und sehr schnell schießt, kann man das 57-Modell dazu benutzen, die Crew des gegnerischen Panzers einzeln auszuschalten. Also man nimmt zum Beispiel APCR oder, naja gut, man kann im Moment anderen schießen, aber wenn man weiß, wo die Besatzungsmitglieder des Panzers, des Tigers zum Beispiel sitzen, immer gezielt draufschießen und die ausschalten. Die wichtigsten zuerst, Ladeschütze, Kommandant, und dann ist eigentlich der Panzer unbrauchbar von den Gegnern. Einen direkten Kampf vermeiden, weil Front gegen Front sollte eigentlich, ist da jeden unterlegen eigentlich auf dieser Stufe. Versucht den Gegner zu flankieren, nie Front zu kämpfen, wie ich schon erwähnt, ich wiederhole mich ja tausendmal, aber steht auf meinem Zettel so, ich versuche nur was zusammenzufassen. Und immer in Deckung bleiben. Versucht ihn auch als Sniper zu nutzen. Genau, als Sniper. Sniper, Unterstützung und Flankierangriffe. So, von mir. Ich verabschiede ihn von euch. Euer Joker. Tschüss.